Wachen Sie auf. Etwas ist vorgefallen. Die Spirit of Fire ist in einer Lage, die ich so nicht erwartet habe. Professor Anders würde dieses Eingeständnis bestimmt erfreuen. Also sollte das unter uns bleiben, ja? Wir treiben seit über 28 Jahren durchs All. Während Sie schliefen, habe ich einige Reparaturen vorgenommen. Die Systeme sind also bei 100%. Keine Probleme beim Kryoschlaf. Die medizinischen Werte der Crew sind gut. Was mich angeht, nun, die Vorschriften bezüglich der Entsorgung einer KI nach einer Lebensdauer von 7 Jahren sind eindeutig. Anstatt sie zu wecken, habe ich selbst entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Ich wollte nicht, dass... Nun, ich hoffe, Sie verzeihen mir dieses letzte eigenmächtige Handeln. Es war mir eine Ehre und eine Freude, mit Ihnen zu dienen. Passen Sie gut auf alle für mich auf, ja? Leben Sie wohl, Captain. Serena, Ende. Ich muss darunter. Und zwar sofort. Auch Ihnen einen guten Morgen, Professor. Tut mir leid, Captain. Es ist gut, Sie wiederzusehen. Aber sehen Sie doch nur. Was ist es? Und wo sind wir? Keine Ahnung. Unser Navigationssystem zeigt nichts an. Wir sind außerhalb der Karte. In 28 Jahren treibt man nicht aus der Galaxie raus. Den Sensoren zufolge sind wir vor einer Stunde per Hyperraumsprung angekommen. Ohne Hyperraumantrieb? Wie wir auch herkamen, wir haben den Sprung nicht eingeleitet. Etwas da unten hat das Portal von dieser Seite geöffnet und uns durchgezogen. Zu mir weiterleiten, Lieutenant. Mal hören, was Sie sagen. Tut mir leid, Captain. Ich kann es nicht abspielen. Die Verschlüsselungsmethode ist uns unbekannt. Die wurde natürlich weiterentwickelt. Aber es ist eine UNSC-Frequenz. Das ist gut. Der Krieg lief damals schlecht für uns. Das bedeutet, dass das UNSC überlebt oder sogar gewonnen hat. Von wo kommt die Übertragung? Wir haben noch keine Oberflächendetails. Etwas da unten blockiert unsere Scans und ohne Serena. Aber wir haben eine ungefähre Richtung. Vom Boden aus könnten wir das Signal leicht triangulieren. Cutter an Jerome. Zur Stelle, Captain. Spartan-Team Rot und einen Spätrupp vorbereiten. Professor Anders schickt Ihnen die Koordinaten. Finden Sie die Quelle dieses Signals. Seien Sie in einer Stunde am Ziel. Leichtes Gepäck. Verstanden, Captain. Erkundungsmission. 28 Jahre, Professor. Mal sehen, in was für einer Galaxie wir aufgewacht sind. Verschwinden. Identifizier dich. Isabel, UNSC Logistik, Archenforschungsaußenposten. Isabel, wo sind die Überlebenden? Wie viele Allianztruppen sind hier? Allianz? Nein, warum so... Hören Sie, Sie sind in großer Gefahr. Oh nein.
Was war das? Das war er. Du kommst mit uns. Wir brechen auf. Genau. Lauft, kleine Dämonen. Zentrale, hier Team Rot. Ein verwundeter Spartan. Macht sie nieder. Er bitte sofortige Evakuierung. Findet raus, wo sie herkamen. Douglas, bleib bei mir. Und bringt mir alles. Douglas! Nützliche. Sir, er bitte Nahbereichsbeschuss. Unsere Position, Richtung Norden, in 5 Sekunden. Interessanter Plan! Verstanden. Archer-Raketen feuerbereit. Isabel, das hier ist Captain Cutter. Ich weiß, wer Sie sind. James Cutter. Captain der Spirit of Fire. Gilt als mit der gesamten Besatzung verschollen. Nun, jetzt wohl nicht mehr. Was ist da unten passiert? Womit haben wir es zu tun? Isabel? Isabel, sofort. Sir. Vor 5 Monaten schloss sich das Portal von der Arche zur Erde ohne Vorwarnung. Einen Monat später traf er ein. Er? Der Brute. Ihr Anführer. Sein Name ist Atriox. Während des Krieges setzte die Allianz seinen Clan als Kanonenfutter ein. Es hieß, der Tod in der Schlacht würde ihre heilige Reise beschleunigen. 40 Krieger wurden losgeschickt. 40 Krieger, um die Frontlinien zu durchbrechen. 40 Krieger, um für einen Glauben zu sterben, der nicht der ihre war. Keiner von ihnen kehrte je zurück. Bis auf ihn. Und so Schlacht um Schlacht, Krieg um Krieg und immerzu 39 gefallene Brüder.
wurde Atriox geboren. Mit jedem Sieg wuchs seine Legende und sein Hass auf die Allianz. Schon bald war beides nicht mehr zu übersehen. Also sollte er verbannt werden. Nach allem, was wir über die tausendjährige Geschichte der Allianz wissen, war Atriox der Erste, der sich ihr widersetzte und überlebte. Und sein Widerstand inspirierte andere. Atriox und seine Verbanden plünderten Allianzressourcen und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Mit jedem Angriff wurden sie stärker. Mörder und Söldner schlossen sich ihnen an. Zu dieser Zeit hatte die Allianz zwei Ziele: die Menschheit und Atriox. Uns haben sie fast besiegt. Aber Atriox nicht mal im Ansatz. Die gesamte verdammte Allianz konnte ihm nichts entgegensetzen. Damit haben sie es zu tun. Und das in einem alten Schiff mit der Hälfte der nötigen Besatzung. Wir müssen fliehen, so weit und so schnell, wie wir können. Wir sind nur ein Schiff. Und ein altes dazu. Aber hier sind wir. 30 Jahre nach unserer eigentlichen Mission. Unser Krieg ist vorbei. Unsere Alten leben ebenso. Die Welt, wie wir sie kannten, ist nicht mehr. Alles, was uns jetzt noch bleibt, sind die, die treu neben uns stehen. Und die Pflicht, deren Erfüllung uns ausmacht. Beim Kampf in all diesen Schlachten, Seite an Seite, gemeinsam. Wo du nur eine halbe Crew siehst, Isabel, sehe ich eine Familie, Tapferkeit und Tausende von Helden, die geschworen haben, sich lieber durch die Hölle zu kämpfen, bevor sie jemals, jemals aus einer Schlacht fliehen. Und wo du nur ein altes Schiff siehst, sehe ich eine Heimat. Und dafür lohnt es sich immer zu kämpfen. Hurra! Wenn wir Atriox jetzt nicht aufhalten, liefern wir die Galaxie einem Monster aus. Also nein, Isabel. Wir werden heute nicht fliehen. Sir, yes, Sir. Johnson, die Geschütze einfahren. Ist in 60 Sekunden erledigt. Jennings, sofort diese Luken schließen. Wie steht es um den Rumpfdurchbruch in Sektor 17? Mehrere Durchbrüche in Sektor 12. Reparaturen in 2 Minuten. Wo sind die Kontaktstellen? Steuerbordgeschütze ausgefallen. Ich kann so nur schwer arbeiten. Können wir zurückschlagen? Die Träger sind noch mehr Banshees gestartet. Tun wir das gerade? Tun wir, Professor. Überlassen Sie das mir. Kümmern Sie sich um die Arche. Abwehrmaßnahmen ausgefallen. Steuerbordgeschütze ausgefallen. Mehrere Brände in Fabrikmodul 3. Mitten ins Hornissennest. Scheint so. Sofort evakuieren. Wie lange halten wir das durch? Nicht lange. Wir verlieren zu viele Kanonen. Es wird bald vorbei sein. Ich glaube, ich kann uns Hilfe besorgen.
Können Sie das Portal öffnen? Nein. Wir erschaffen ein Halo. Was? Die Arche enthält in ihren zentralen Schmieden einen beinahe fertiggestellten Ring. Er dient als Notfallersatz, falls einer der anderen Ringe ausfällt. Ringe? Sie meinen die galaxievernichtenden Superwaffen, ja? Was das angeht, ich kann den Abschussmechanismus des Rings deaktivieren. Wir können ihn aber nur an eine der Positionen der ursprünglichen Ringe bringen. Isabel, der Master Chief hat einen Ring in der Nähe von Reach gefunden. Das wäre in Reichweite einer Funkbarke. Könnte klappen. Wie lange brauchen Sie? Meinen Berechnungen nach 12 Stunden. Wir haben keine 12 Stunden, Professor. Vielleicht 12 Minuten. Und wir können das nicht besiegen. Aber ich... Dazu brauche ich aber Hilfe. Inwiefern? Fürs Erste brauche ich Sie mit mir da unten. Isabel. Tut mir leid. Ich war recht lange auf der Arche. Sie sollten inzwischen ja wissen, dass dort bestimmte Regeln herrschen. Ich werde eine brechen. Eine wichtige. Wir müssen da und da Bodentruppen verteilen, um mir etwas Zeit zu erkaufen. Übernimmst du jetzt das Kommando über Bodentruppen? Zeit für was erkaufen? Auf diesem Schiff trafen die Monster ein. Es tötete alle meine Schutzbefohlenen. Und jetzt will es auch sie töten. Das lasse ich nicht zu. Es ist Zeit, ihnen zu zeigen, wer hier wirklich die Macht hat. Wow. Ist was? Nein. Aber so nah war ich noch keinem Spartan-Einsatz. An die Arbeit. Unser Auftritt war nicht gerade subtil. Okay. Jetzt muss ich nur noch... ihr... hab's. Die Truppen sind in Sicherheit. Ich lege jetzt los. Lassen Sie mich bitte nicht zurück. Was wollen wir tun?
Isabel, das war's. Zeit zu verschwinden. Wow. Sie hatten gut zu tun. Nicht so viel wie du. Mist. Der Schwerkraftlift. Und was jetzt? Du hältst dich gut fest. Halt! Lass uns nicht in der Eiszeit! Vertrag zu erfüllen. Aber wie? Bring so viele wie möglich auf den Ring. Nimm ihn den Menschen ab. Beweise, dass du deinen Preis wert bist. Hoffentlich klappt das. Captain, das war's. Professor Anders, wir sind auf dem Weg. Gehen Sie zum Treffpunkt. Mit Verlaub, Spartan. Ich glaube, das ist keine Option mehr. Professor Anders, es muss einen Weg... Keine Sorge, Captain. Sobald ich im Soul System bin, setze ich die Funkbarke frei. In ein paar Wochen sollte ich... Professor! ...einen Weg zurück zu ihm gefunden haben. Captain? Sind die anderen in Sicherheit? Ja, Sir. Ankunft auf der Spirit of Fire in 5 Minuten. Zeig mir die Karte. Wir haben viel zu tun, bis sie zurück ist. Aye, Captain. Verlassen wir den Hyperraum.
Arbeit, Ellen. Du wärst besser auf der Arche geblieben. Missachte nie wieder deine Befehle. Kundschaften und Trümmer bergen und nicht mehr. Atriox war deutlich. Ich sehe mich um. Aber wenn ich ein paar Mitbringsel finde, wäre das ja wohl okay. Voridus, hör zu. Solltest du ihn nochmal enttäuschen, nur weil du dich beweisen willst, dann werde ich dich nicht mehr retten können. Und unser beider Köpfe werden abgeschlagen. Ruhig Blut, Bruder! Du denkst zu viel nach. Sichert den Durchbruch und räumt diesen Müll weg. Ich warte dann auf euch.
wenn ihr fertig seid.